Namaste, meine lieben Jungfrauen, Janine hier. Februar. Meine lieben Jungfrauen, ihr wisst, im Januar habe ich schon ein Reading für euch gemacht, was ihr bestimmt schon längst vergessen habt. Und diese Januar-Reading, diese Horoskope für euch, die gehen definitiv bis über den Februar hinaus, weil es die großen Energien sind, die für die nächsten Monate sind. Gerne da nochmal anschauen. Ich bin überzeugt, dass ihr euch wundern werdet, wie viel da plötzlich schon passiert ist oder ihr steckt da drinnen. Okay? Im Januar ging es darum bei euch, ist das wirklich das, was du willst? Ob das ein Job war, eine Beziehung war, Freundschaft, wie auch immer. Da ging es darum, dass du deine Unabhängigkeit beanspruchst und wirklich deine eigene Geschichte jetzt erstmal machst. Falls es sich vertraut anhört, gerne auf Januar zurück. Okay? Da ging es viel um die Stabilität in deiner Geschichte an sich. 1-1 haben wir gerade. Eine Minute, eine Sekunde. Ne? 1 Neuanfänge. Also, sorry, ich habe so viel geredet heute, dass meine Stimme ein bisschen jetzt versagt. Also, die zwei Karten, die wir für Februar an sich gekriegt haben, Februar und März, ne? Vollmond- und Neumond-Readings, war fürs ganze Kollektiv, das heißt auch für dich, auch für ein Gegenüber, für wen auch immer du schaust, Friede und Offenbarungen. Also die Vergangenheit loslassen. Ja, es war, wie es war. Entweder es kommt mit dieser Person, mit diesem Chef, das Ganze jetzt wieder ins Reine. Dafür musst du aber alles jetzt ein bisschen vergeben und loslassen. Okay? Oder die Vergangenheit an sich loslassen, Danke sagen und weitergehen. Na, das ist so die Botschaft an sich. Warum? Es steht ja eine glücklichere Zukunft bevor. Und die Offenbarungen, da geht es darum, dass wir wirklich alle in ein spirituelles Wachstum gehen. Okay, also, dass Meditation jetzt einfach wichtig ist. Wir sehen eben diesen Eremiten, der im Dunkeln ist, im Wald, wirklich in der Tiefe und hier sein Lichtlein hat und da wirklich auf Sinnessuche auch geht. Warum kriege ich bestimmte Geschichten? Warum kriege ich bestimmte Menschen? Ja, was soll ich daraus lernen? Und nicht der andere ist doof, egal wer der andere ist. Okay, also, lass uns schauen. Ich glaube, echt eine spezielle Gruppe. Falls du heute nicht dran bist, dann nächstes Mal einfach reinschauen. Spirit weiß schon genau, wer es am meisten braucht. Ich habe hier, ganz spannend, ähnlich wie bei den Stierlis, zwei Karten, die die Stierlis auch hatten. Und zwar ist das diese emotionale Blockade. Ja, hier ist jemand in der Sackgasse in Bezug auf Fülle und Wohlstand. Es ist egal jetzt, ob es im Beruf ist oder in einer Familiendynamik. Ja, das ist irrelevant. Das ist aber auch meine Erbschaftskarte für eine ganz kleine Gruppe, ein, zwei Personen vielleicht. Ja, dass man da wirklich in der Sackgasse ist, darauf hofft und wartet und irgendwie emotional, das ist so mein Karussell, ja, emotionale Karussell hoch und runter. Mal positiv, mal negativ in Bezug auf eine Geschichte, die dir Stabilität bringt. Dann haben wir hier dieses unvermeidbare Ende oder abruptes Ende. Und hier haben wir eine Autoritätsperson. Also, ich zeige es euch mal ganz und dann gucken wir. Hier geht es auch darum, dass jemand sich nicht entscheiden kann. Es ist ganz spannend. Wisst ihr, welches Lied ich jetzt gerade im Kopf habe? Should I stay or should I go now? Da, 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 da. Ne? Also das ist so, soll ich bleiben oder soll ich gehen, so ein bisschen für einige von euch, aber dieses Lied ist super präsent, Spirit hat noch nie mit Musik mit, hier gespielt, aber finde ich gut, also einige werden schmunzeln und sagen, ja, so ist es, ich bin in der Sackgasse in Bezug auf Beruf, also ich meine, wir haben hier einfach mal die 10 der Münzen, ne? 10 der Münzen, das hat natürlich was Materielles zu tun, aber es hat auch was mit Stabilität zu tun, also kann es gut möglich sein, dass es in eine Familie ist oder eine Beziehung an sich. Und das ist ein unvermeidbares Ende. Entweder es ist schon geschehen oder ein abruptes Ende, was stattfinden wird, hat, wie auch immer. Aber für einige von euch, einige wollen da nicht weggehen und sehen noch nicht, dass das hier sie gar nicht so glücklich macht. Ja, also jemand vermeidet es, das Ganze zu beenden. Hier haben wir, das ist ein Erdzeichen, vielleicht hast du damit zu tun, ja,
Das ist eine Autoritätsperson, eine stabile Person, falls es in Richtung Beziehung gehen sollte. Es kann aber natürlich auch ein Chef sein. Ja, und da bist du in der Sackgasse, kannst dich nicht entscheiden, beruflich oder was auch immer, zu gehen, beziehungsweise Job gekündigt, Partner gegangen, wie auch immer. Und das hat auf jeden Fall was mit einer autoritären Person zu tun. Kann natürlich auch Vater sein, wie auch immer, aber nur, dass ihr so ein bisschen in dieser Energie seid. Ich will keine speziellen Geschichten hier reintun. Ich will energetisch bleiben, dann kann ich viel, viel, mit viel, viel mehr von euch arbeiten. Was ich mir auch vorstellen kann, auch eine kleine Gruppe und dann legen wir mit den Lösungen los, okay? Weil mir geht es darum, Februar, März, dass ich euch allen ein paar Lösungsansätze von Spirit gebe. Dass diese Person hier, ja, also das ist wundervoll. Aber hier, so heißt die Karte im Grunde genommen nichts anderes als Leere, emotional verloren und geblockt. Also richtig herzgeblockt. Und das kann sein, dass du es mit einem sehr rationalen, eben Erdzeichen zu tun hast, ja, sehr analytisch denkend auch. Wo tut er seinen nächsten Zug, aber ist mit dem Herzen nicht dabei. Kann natürlich gut möglich sein. Kann auch gut möglich sein, dass diese Person jetzt auch im Rückzug ist. Aber das ist nur für eine kleine Gruppe. Wie gesagt, ich würde gerne so viele wie möglich von euch erreichen. Dementsprechend irgendwo emotionale Blockade in Bezug auf Fülle oder Wohlstand. Okay? Lass uns schauen, meine lieben Jungfrauen. Wir gehen jetzt auf die Lösungssuche, okay? Das ist das Cleverste und Weiseste, was wir jetzt alle machen können. Tief durchatmen und sagen, okay, aus irgendeinem Grund ist das passiert, aus irgendeinem Grund darf ich mich jetzt entscheiden in Bezug auf Beruf, Partnerschaft, Familie, ne, ist ja auch Familiendynamik, da was zu machen. Also, Spirit sei so gut für meine wundervollen Jungfrauen. Meine wundervollen Jungfrauen. Tipps, einfach jetzt bitte Tipps, damit sie so schnell wie möglich aus dieser emotionalen Blockade rauskommen können, damit sie mehr Klarheit haben, auch mehr Spaß wieder im Leben. Ne? Danke dir. Warten, Lieblingskarte, aber warten ist schon mal gut. Warten, dann Spirit, was noch? Warum warten, Spirit? Warum warten für meine lieben Jungfrauen hier? Warum warten? Ah, ist bereit. Das finde ich gut. Die Karte ist weg. Also deine 10 der Münzen. Du bist bereit. Wofür ist sie bereit? Warten. Also vielleicht nicht gleich jetzt sofort vorpirschen. Vielleicht ein Gespräch oder wie auch immer. Warte mal, du bist bereit. Was möchtest du ihnen gerne sagen? Für diejenigen, die bis jetzt noch geschaut haben, die auch für sie das Ganze gedacht ist, sei so gut. Du bist bereit. Jungfrau, bitte. Kannst du das ein bisschen klarer sagen, bitte? Ich glaube auch, dass Erzengel Michael mit euch arbeitet. Und einige von euch können mit Ägypten was am Hut haben. Hör auf deine Intuition, ja. Für mich ist das Isis hier. Ich zeige euch die Karten gleich, ja. Erzengel Michael, Isis, hör auf deine Intuition. Ich glaube, Spirit möchte dich bestärken, dass du wirklich, auch wenn die Dinge jetzt gerade anders scheinen, dass du recht hast. Ja. Und sie zeigen mir so gerade so, ja, also diejenigen, die gerade schauen, die wissen ganz genau, dass diese Intuition, diese immer wiederkehrenden Gedanken oder was auch immer es ist, dass es stimmt und du bist bereit, auch mehr auf deine Impulse jetzt zu hören. Weil die werden dich bringen, deswegen sollst du auch warten, weil hier Impulse da sein werden in Bezug auf diese Autoritätsperson, wer auch immer das für dich ist,
ja, der diese emotionale Blockade bei dir ausgelöst hat. Hier wird einiges kommen. Und gerne sich mit Isis auch verbinden. Ganz, ganz stark im Urin. Es werden nicht viele sein, aber einige von euch. Isis kann euch und Erzengel Michael unheimlich helfen. Mächtig, ganz mächtig gerade für die Gruppe, für die ich spreche. Irgendwas noch, Spirit? Ich schon wieder 10 Minuten hier. Nein, okay, ich soll hier nur. Du bist bereit. Hör auf deine Intuition, okay? Also, Lösungsansätze bitte für diejenigen, die jetzt. Lösungsansätze bitte, Spirit. Oh, Erfolg, super. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Harter Tobak, coole Geschichte aber. Einige tappen jetzt langsam rein, einige dürfen langsam in diese Seelen, in dieses Seelenwissen reingehen. Spannend. Lass uns weiter gucken, ob wir da noch mehr dazu haben. Das Leben genießen, ja? Das Leben genießen, alles genießen, das Essen genießen. Also, ein bisschen warten. Ich wollte euch die Karten zeigen, ne? Warten. Das ist für mich Erzengel Michael, ja? Erstmal die Schnüre durchtrennen von allen Negativen. Hier ist für mich ist das definitiv Isis. Und hör auf deine Intuition, Kronenchakra. Ich meine, schöner geht es nicht hier, ne? Hier auch diese wundervolle Lady, die die Augen zu hat, grinst, sieht man leider nicht so. Und hier die Blumen hochwachsen. Nichts anderes ist das. Du bist bereit. Also, vielleicht kannst du das alles jetzt hier noch gar nicht so handhaben. Vielleicht lernst du aber um die Krone wieder. Spirit ist so süß, okay. Also, liebe Jungfrauen, du siehst jetzt klar. Entweder du tust das jetzt gerade, dann ist es eine Bestätigung von Spirit, du siehst jetzt klar, oder wie gesagt, Februar, März. Und dementsprechend lege ich es euch immer ans Herz. Schaut euch den letzten Monat immer an. Ich arbeite ein bisschen anders als die meisten hier. Okay? Und das ist die Nummer 6. Das heißt, du bist aus diesem Wechsel, aus diesem Change, aus diesem Abrupten, aus dieser Herausforderung, kommst jetzt langsam da weg und siehst klar, bist mit deiner Krone da. Wunderschön, die Eule. Wunderschön. Hör auf deine. Du hast nur Kronenchakra, also ganz, ganz viel. Also du bist bereit. Ich glaube, dass wird eine kleine Gruppe sein, aber ich habe hier sehr, sehr viele wirklich, wie soll ich das nennen? Seelen, die schon sehr weit sind. Und ich glaube, euch wird man auch gerade nach Ägypten geschmissen, zu dem Wissen, zu den Göttern, zu Atlantis. Ja, ich meine, Isis ganz klar oder Lemurien, Mara, ja, war ja niemand anderes als Isis. In diese Geschichte ein bisschen mehr rein. In Ägypten war sie die Mama von Horus. Ja, also ganz, ganz spannend. Ich darf mit ihr nämlich gerade selber arbeiten und mir kommt gerade, ich habe ja Jungfrau in meinem Aszendenten, also ist das auch meine Geschichte hier zum Teil. Lachen, genau. Wir hatten das ja, falls du meine großen Shifts ja immer verfolgst bei Neumond und Vollmond, Februar an sich wirklich mehr, was Spaß macht, mehr das Kindliche rauslassen. Ne? Ich mache auch hier so viel Blödsinn alleine, wenn mich jemand sehen würde. Also lachen, hier geht es in diese Richtung. Du siehst jetzt klarer und siehst auch, dass die Welt wirklich Spaß macht. Und ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Falls es ein Liebesreading bei dir jetzt sein sollte, du, da hat jemand jetzt gerade Herz zu und mach's besser einfach und hab da Spaß. Das wird dich auch zum Erfolg bringen, ja? Wieder das Leben wertzuschätzen und zu lieben. Okay? Lachen, okay? Und Liebesreading, lass uns noch zwei, drei Karten rausholen. Schön mit der Eule, gefällt mir. Ich möchte ehrlich gesagt die zwei hier bei euch lassen. Lachen, mehr Spaß haben, lustige Filme anschauen, ja. Gibt wirklich sehr viel Lustiges auf Prime irgendwie.
ja, wird euch helfen, wird euch wirklich helfen. Ich meine, die Karte von Isis und Erzengel Michael kommt nicht umsonst, okay? Du bist beschützt. Spirit, irgendwas noch, wenn wir jetzt auch Richtung Liebe umschwanken können, bitte. Sie zeigen mir jetzt gerade beim Mischen auch die 47, ja, das ist die 11. Das heißt, auch hier wieder kann sein, Dualseelenprozess. Es ist eine witzige Reise, so sollst du es jetzt erstmal sehen, ja. Und du bist bereit, jetzt zu wachsen und das Ganze auch zu verstehen, immer besser zu sehen. Gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft, aber auch an deiner, also nicht nur dein Gegenüber, sondern du mit dir, mit deinem Erzengel, mit deiner Intuition. Für den anderen, also falls du Crosswatcher bist, ne, dann kann es gut möglich sein, dass Spirit demjenigen sagt, dass er, also diese männliche Energie auf jeden Fall, er oder sie, sich gerne jetzt langsam mal in die Pötte machen soll. Auf die Pötte, in die Pötte. Ihr wisst, was ich meine. Spüre ich hier auch. Sonst noch irgendetwas, bitte? Dankeschön. Und hier geht es dann auch um bedingungslose Liebe, ne? Wenn es Dualseelenprozess ist. Die Person lassen soll ihre Geschichten bitte selber erledigen und du selber gehst in die Leichtigkeit. Das ist so das, was rauskommt. Die Anziehung oder Chemie ist im Moment nicht stark genug, ja, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Wundert mich nicht, sonst würdest du nicht in die bedingungslose Liebe langsam gehen und du sollst ja wachsen jetzt in dieser Zeit, ne, auf deine Intuition mehr, du bist bereit und in Bälde. Also ganz, ganz klar, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Möchtest du, dass diese Person kommt, so wie sie dich verlassen hat oder wie das Ganze vonstatten ging? Oder möchtest du diese Person einfach in einer edleren Version? Dann wünsch dir bitte diese Person in einer edleren Version. Und das kann natürlich ein paar Monate dauern, aber lieber ein paar Monate warten, man selber auch ein bisschen heilen. Ja? Und dann kommt die Person ein bisschen reifer, weil nur so kann das Ganze natürlich dann auch gesund funktionieren. Also nicht einfach nur auf doof, ne? Machen viele noch ein bisschen falsch, so dieses, ja, die Person soll sich melden und dann passiert das gleiche Drama wie dauernd, ja, passt Live-Beziehung, okay, also für einige kann es tatsächlich schon, und da stimmt die Chemie, also das ist dieses On-Off, diese On-Off-Geschichte, die Spirit mir zeigt, aber jetzt im Moment dann noch ein bisschen Rückzug, ja, in Bälde heißt für Spirit auch immer innerhalb von einem halben Jahr, okay, meine Lieben, ich würde gerne hier noch eine ziehen für euch. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich habe hier entdeckt, was ich eigentlich niemanden jetzt hier, es sei denn, Michi zeigt sich. Ein Deck von Erzengel Michael. Lass uns schauen, was er noch dazu zu sagen hat. Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, warum ich das Deck da hier habe. Jetzt weiß ich es. Michi, kannst du uns irgendwas noch für unsere Jungfrauen sagen, die sich das bis hier anschauen und deine Worte auch gerne ernst nehmen? Bewacht und beschützt, sowohl du als auch dein Gegenüber. Superschön. Aber natürlich auch darum bitten, ne? Danke, dass du meine Angehörigen und mich beschützt, dafür sorgst, dass wir in Sicherheit sind und alle unseren Bedürfnisse erfüllt werden. Ich nehme jetzt deine Hilfe dankbar an, in dem Wissen, dass es für mich und alle anderen das Richtige ist, himmlische Hilfe zu akzeptieren. Die Reise geht los. Ich freue mich für euch. Alles zu persönlichen Readings unten in der Infobox. Okay? Namaste. Merci für dein Like und auch für deine Kommentare und Unterstützung aller Art. Tschüss.